Oh, was ein Wetterchen. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen mit der jetzt feuchten Lara bei einer neuen Runde von Rise of the Tomb Raider. Und wir stellen uns ja erstmal unter. Ist ja grauenhaft das Wetter hier. Meine Fresse, guckt euch das mal an, ey, da geht doch keiner gerne raus. Und mein Hase. Hä, lol. Ich hab's heute irgendwie nicht mehr im Bogen. Och man. Ja, heute mal eine kleine Zwischenfolge und ich schau mal gleich eben auf die Karte. Kleine Zwischenfolge einfach nur. Weil ich, ja, gleich ins Bett will. Und die Folgen müssen halt noch raus. Das könnten wir eventuell mal machen. Oder hier oben mal die ganzen Dokumente finden. Deswegen, ich bin mir jetzt gerade noch nicht ganz so sicher, was wir jetzt machen wollen. Beziehungsweise was ich jetzt machen will. Wir machen erstmal das Münzversteck da oben. Hier ist ja auch noch eine Säule, Monolith, ja. Oder beziehungsweise, wir machen erstmal da das Dokument, komm. Erstmal da das Dokument, hier haben wir auch noch was. Auch noch ein Dokument. Das können wir auch mal eben holen. Und, ja. Nee, das wollte ich jetzt erstmal machen, so ein bisschen. Ein bisschen aufräumen, sage ich mal. Aber das... War das hier? Jetzt gucken. Entweder hier oder da? Ja, war das hier oben? Na, hier oben? Hier. Warte, ich geh mal hier in die Ecke. Ne, ist zu weit weg. Ne, ist hier unten. Yo, Alter, was ein Salto. Aber wenn ich mich jetzt hier die Ecke stelle. Ist das direkt vor mir? Ist das da unten? Ach, da. Oh, ist das gut versteckt. Es ist Monate her, dass der Schnee der Berge das Herz von Kitesh begrub. Einige sollten nach Überlebenden und Essen suchen. Aber niemand kam zurück. Aus den Gletschern kommen Geräusche, aber ob es noch Überlebende darin gibt, weiß ich nicht. Es könnte auch nur das Eis sein. Aber ich muss zugeben, dass es wie menschliche Stimmen klingt. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren, dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. Man ist niemals alleine. Man ist niemals alleine, man hat immer jemanden, dem man glauben kann. Und immer jemanden, zu dem man aufsehen kann. Gut. Dann würde ich sagen, hier, das Dokument nehmen wir mit. Ich habe gerade eben den Drang dazu. Sagte ich gerade schon in der letzten Aufnahme auch, wenn man so viel durcheinander spielt, dann kommt man teilweise mit der Steuerung ein bisschen durcheinander. So, das muss jetzt eigentlich irgendwo hier sein, wenn ich das richtig... wenn ich das richtig deute. Ah, sogar hier. Hier ist was drunter. Hä?
Achso, das ist okay. Das zeigt mir also direkt vor mir. Nein. Nein, kann ich nicht sehen vor mir. Das soll ein fucking Münzversteck sein, Alter, bitte. Er versteckt dir bitte seine Münzen zum Holzwagen-Dingens. Hä? Was? Ich kann leider nicht näher ran. Ach, oh, Münzversteck. Ich bin gerade völlig durch mit dem Kopf. Es ist eine Herausforderung. Ach, fuck it. Da ist noch ein Überlebensversteck. Das können wir uns mal holen. Oh, ich bin so durch. Ich bin so durch. Ich will mal diese Überlebensfähigkeit möchte ich mal eben anwenden da oben, wenn wir vor diesem Holzbalken-Ding und sonst was stehen. Ob man die überhaupt kaputt machen kann. Nein. Kann man nicht, alles klar. So, Überlebensversteck, das war jetzt irgendwo hier. Ah, perfekt. Gut. Kann man hier eventuell was sehen? Irgendwas, aber man kommt da nicht hin. Tja. Da muss ich hin. Eventuell komme ich ja da oben raus. Weil, wenn man mal guckt, ne, wenn man jetzt hier ist oder so, vielleicht kommt man ja dann hier raus. Hier könnten wir auch mal reingehen, zu dem Bären nochmal. Das könnten wir eigentlich auch jetzt mal eben machen. Können wir hier runter? Easy. Kein Problem, alles normal. Weiß nicht, ist der Bär noch tot? Kann man nochmal nachgucken? Einfach mal nachgucken, hallo Bär? War hier noch die fehlende Ausrüstung. Stimmt, da brauchen wir ja Unterwasser-Dingens. Stimmt ja, da war ja was. Schade, das haben wir derzeit nicht. Hat schon gerade so ein bisschen Gruselstimmung hier drin, ne? Okay, was könnte man nochmal eben nachforschen? Sonst würde ich erstmal hierhin zurückgehen. Mich eventuell hier hochporten, mal eben hier das Münzversteck suchen, holen, sonst was, keine Ahnung. Also komm, das machen wir mal eben.
kann ein Baum so zugerichtet sein. Wahnsinn. Unten noch komplett heil und oben komplett im Arsch. Leute. Ne, dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Kaninchen. Läuft. War hier noch drin noch irgendwas? Nein. Okay. Wieso habe ich den Blick eigentlich noch nie angewendet? Groß. Scheint mir doch sehr hilfreich zu sein. Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein, aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Ja, dann. Ruhe in Frieden, sagt man das auch zu Gegenständen? Ich glaube nicht, wahr? So, erstmal hier ransetzen. Ach, was ein wunderschönes Wetter hier. So, Basislager hier, genau da wollten wir hin. Einmal eine Schnellreise hin. Eben das Münzversteck holen. Dann schauen wir mal weiter. Dann schauen wir mal weiter, was wir sonst noch so machen. Weil viel ist es ja nicht mehr. Also viel zeitlich, was wir jetzt noch machen können. Ich habe jetzt schon 12 Minuten verschwendet. Also kann man fast verschwendet sagen, aber ich finde es immer blöd zu sagen. Ich gehe mal hier außen entlang, ich glaube, es geht ein bisschen fixer. Wonach streckt sie denn die Hand aus? So, es müsste irgendwo hier sein. Ah, lol. Okay. 7 Münzen dazu bekommen. Okay, ich will mal ganz kurz gucken. Wenn wir jetzt zu dem Shop-Typen gehen, laufen, was auch immer, kriegen wir... Kann ich das irgendwie schon lesen? Jawohl. Scheint eine Art Karte zu sein, aber ich kann den Text nicht entziffern. Ach so. Ah, ja, Griechisch. Griechisch Stufe 7 war ja da der Fall. Na komm, lass los. Da sollten wir ja auch schon bald dabei sein. Jetzt gucken, ist da ein Eingang? Keine Ahnung, ich seh da nichts. Stimmt, Wissen aus den Gräbenbergen, ja, ja. Da fehlen uns halt noch ein paar. Eins ist hier, eins ist da, und das andere ist irgendwo hier, das haben wir aber noch nicht frei, so wie es aussieht. Und hier oben ist nur eins. Ah, das haben wir ja schon gemacht. Das haben wir ja schon gemacht, sonst sehe ich hier keins. Schade. Was wir jetzt gleich machen, wir gehen erst einmal gleich hier hin und gucken mal eben nach dem Dokument. Und dann werde ich, glaube ich, einmal hier hingehen. Und mal gucken, ob ich das hier bekomme. Mal schauen mal nach. Aber vorher mal eben gucken. Wir haben ja schon einige Münzen wieder gesammelt, ob wir die mal eben ausgeben können. Verkaufen, genau. Wir verkaufen die Münzen. Wir verkaufen das Geld, weißt du? So, einmal Schnellreise und einmal darüber. Da zum Vorratsschuppen, zum Basislager. Ja, ohne Scheiß, wir haben ja schon einiges gemacht. Ne? Sind ja auch schon recht weit. Ich hätte ja gerade die Prozentzahl nochmal überflogen. Und ja. Das sieht einfach. Sieht schon mal ganz gut aus. Wir werden jetzt erst auch. Sprechen ist schwierig.
Ich werde jetzt auch die nächsten Folgen so ein bisschen... Wenn wir erwischt werden, sage ich, dass ihr mich mit vorgehaltener Waffe gezwungen habt, das Zeug zu klauen. Nichts für ungut. Vor allem klauen. Steigklemmenantrieb. Ermöglicht rasches Erklemmen von Seilen. Ja. Das hatten wir schon. Upgrade-Werkzeug für weitere Waffen-Upgrades. Lalala, lalala. Gewehr-Laser-Zielfernrohr. Ja. Wie viel waren nochmal die Waffen? 140. Oh, beide. Okay. So, der Schalldämpfer war bei 25. Das Ding war bei 30. Das Ding war bei 120? Oh, okay. Ja, ich würde sagen, dass wir hierauf erstmal sparen. Also fehlen uns noch einige. Aber wir haben 102 Münzen. Alter, das ist ordentlich was. Ordentlich was. Wir haben ja sowieso erstmal einiges freizuschalten. Können wir jetzt eigentlich hier hoch? Breitblatt-Kletterpfeile, die müssen wir auch demnächst bekommen. So wie wir das ja letztens so vom Gespräch ja gehört haben. Vor zwei Folgen oder so. Vor zwei oder drei. So, schnell reise erstmal dahin. Und dann schauen wir mal nach. Wir werden jetzt noch ein paar schnelle Reisen machen. Wie gesagt, es ist jetzt so eine Filler-Folge. So ein einfach zum Füllen des Ganzen. Und dass ich meine Folge bekomme. Was eigentlich der hauptsächliche Grund ist. Aber ich mag es auch so gerne mal so ein bisschen in der Zeit, ich sag mal, zurückzureisen. Und mal zu gucken, was haben wir denn schon gemacht? Wo fehlt denn noch was? So, hier ist irgendwo noch ein Dokument. Irgendwo da drin. Vielleicht hier bei der Mitte. Ich weiß es gerade nicht. Ah, ich bin da vorbeigelaufen? Was? Da liegt es. Ohne Scheiß, die erkennst du nicht. Die siehst du einfach nicht. Jemand ist hier eingebrochen. Mitten in der Nacht. Er hat sich die Taschen mit Münzen gefüllt. Kannen mit Öl und Wein umgestoßen. Und alle, die hier begraben sind, entweiht. Es zerreißt mir das Herz, dass einer von uns diesen Ort entehren konnte. Nur für einen vergänglichen Augenblick irdischen Reichtums. Wir müssen einen Weg finden, diesen Ort zu schützen. Selbst vor unseren Brüdern. Okay. Ja, das war ein Brief an die Stadtwache über den Diebstahl in den Berg... den Begräbniskammern. Aber ohne Scheiß, diese Dokumente, die siehst du einfach nicht. Die siehst du einfach nicht, weil die so gut versteckt sind. So. Das Überlebensversteck möchte ich mir auch noch krallen. Dazu werden wir mal eben hierhin gehen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Deswegen mal eben zum Basislager zurück. Und mal eben... war hier. Basislager an den Klippenausguck. Blick. Irgendwie sowas war das doch. So, es kann auch ein bisschen schneller gehen. Also ich habe da nichts gegen. Ich bin da sogar eher ein Freund von. So, und einmal hier. Runter. Oh, krieg ich das noch hin? So, das war da oben drauf noch, oder? Sogar weiter hinten. Oha. Wow, Laura, nicht ganz so schnell, sonst komme ich nicht hinterher.
Achso, ich habe die Salbe. Stimmt, die können wir jetzt zerstören. Sollte eventuell nicht zu nah dran sein, warte mal. Ja, das gut. Ja. Ich würde sagen, mein Mausrad hat aufgegeben. Ich kann mein Mausrad nicht mehr drücken. Ich probiere es nochmal aus. Warte mal. Ne. Damit hat meine Maus ihren Dienst getan. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Kann ich, warte mal, eben ganz kurz. Option, kann ich das mal eben? Tastatur, Maus. Tastatur, Tastaturzuweisung. So. Wir schauen mal ganz kurz nach. Mittlere Maustaste, alternativer Feuermodus. Das kommt jetzt mal raus. Beziehungsweise, warte mal. Alternativ. Ne, warte mal. Die Taste ist besser. So. Also dann machen wir mal weiter. Yay! Feuerwerk! Von den Dingern müssen wir dringend wieder welche herstellen. Scheiße, hier waren wir schon drin. Hier waren wir doch schon drin. Mann. So, ist hier irgendwo. Da ist es. Ja, ich würde sagen, das war's dann mit meinem Mausrad. Das habe ich vorhin schon in der letzten Aufnahme bemerkt. Da dachte ich mir, wieso kann ich denn keine Granaten werfen? Was ein Scheiß. Was ein Scheiß. Naja. So, ich überlege gerade mal, wenn wir. Ich gehe am besten mal hier hin. Und dann gucken wir, dass wir eventuell hier das Münzversteck noch finden und die drei Sachen hier. Weil ich weiß nicht, wie schnell, wohl. Ja doch, wie schnell wir da sind. Was? Oder kann ich auch von hier starten? Sagten die Uhr. Oh, doch schon so. So zeitig. Ich probiere es von da aus, komm. Aber wir müssen jetzt sowieso erstmal wieder da kommen. Irgendwie. Ich habe mich schon gewundert, meine Maus hatte jetzt die letzten. Was so. Was. Lara, was machst du denn da? Ich habe E gedrückt. Nee, meine Maus hatte jetzt vor. Jetzt die letzte Zeit auch schon ein paar Zicken gemacht. Habe ich mich schon gefragt, wie lange wird es so dauern? Wie lange wird es so dauern? Und jetzt habe ich meine Antwort, es hat jetzt gar nicht mehr so lange gedauert. Da komme ich gar nicht hoch, oder? Scheiße. Da müssen wir erstmal ein Stück weiter. Ach. Um weiterzukommen, müssen wir erstmal hochkommen. So, einmal hier, einmal da. Hoppidi hopp. Tada, tada. So. So, sehr schön. Und erstmal hier rüber, so. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Achso, setzen. Ja, setzen wir uns bei dem Wetter auf jeden Fall nicht. Da hätten sie vielleicht ein bisschen länger die, den Sound spielen können. Finde ich immer so. So, wir schauen mal ganz kurz nach. Jetzt sind wir auch schon da. Ja, jetzt können wir mal ganz kurz gucken, ob wir das Dokument da finden.
Das war, wo war das? Hier in dem Gebäude hier. Da unten. Sehr schön. Ich schicke alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Ja, guck mal. Mutig, der Kleine. So, die kriegen wir aber auch noch irgendwie. Irgendwie kriegen wir das noch hin. Sehr schön, wir haben wieder was verbessert. Geil, du Mats. Kurz gucken. Einmal hier hinten hin. Achso, ne, das wollen wir nicht aufheben. Schon nochmal nach. Direkt vor mir müsste ein Dokument liegen. Ah, da oben drauf, jawohl. Und das andere war... Da hinten sieht man es leuchten. Wie soll man denn... Ich bin mir sicher, dass das abseits der Map ist, oder? Warte, wir nehmen erstmal das Dokument hier aufkommen. Ich habe gesündigt in Gottes Namen. Viel Blut wurde in diesem Tal vergossen. Während ich spreche, fließt noch mehr Blut. Vergib mir. Dass Gottes Werk Opfer fordert, bedeutet nicht, dass ich rein bin. Vergib mir. Seit ich in meiner Jugend die Stigmata empfing, habe ich in deinem Namen gesündigt. Vergib denen, die ich getötet habe, und denen, die in meinem Namen getötet wurden. Sie wussten nicht, was sie taten. Vergib mir. Vergib mir, denn meine Arbeit ist noch nicht getan. Es wird noch viel mehr Blut vergossen werden. Ja, Konstantin treibt der Glaube an, aber er ist verzerrt und widerwärtig seiner. Seine Besessenheit hat ihn verdorben. Ja, stimmt. Ich frage mich, wie wir hier hinkommen. Ja, wie ihr seht, ist das... Ding da hinten, wo die Map irgendwie aufhört. Meiner Meinung nach. Ich will das mal eben testen. Aber wir kommen... Also ich komme auf jeden Fall nicht hin. Wann man da hinkommen soll. Warte mal. Da unten kann man hin. Okay, was passiert, wenn wir das mit dem Brandpfeil machen? Mal ganz kurz hier auf Brand wechseln. Passiert nichts, okay. Alles klar.
Also da kommen wir nicht hin. Aber wenn ihr eine Lösung habt, wie man dahin kommt, verratet es mir bitte. Ich kam da ja, glaube ich, durch einen Bug, kam ich da mal hin. Ich meine, das wäre die Ecke gewesen. Ach Mensch, hätte ich das so vorher gewusst. Scheiße. Ich sehe gerade, von hier führt ein Weg dahin. Glaube ich. Okay, ich verabschiede mich dann erstmal von hier. Ich muss mal ganz. Warte, wo kann ich hin? Ich kann ja, glaube ich, hier hinten oben gehen. Mal eben zu dem Lager hier latschen. Ich muss ja jetzt irgendwo hingehen, wo ich speichern kann. Oder wir bleiben gleich. Warte mal. Ich muss auf das Dach. Ja. Da war ja was. Da war ja was. Beziehungsweise muss ich nicht, aber ich habe es jetzt getan. So. Edgy Badge. So, einmal nochmal auf die Karte gucken. Ja, komm. Dann nehmen wir das mal eben mit. Wollte gerade sagen, wieso ist das alles so dunkel? Jetzt sind wir ja vor diesem Haus. Ist das das Haus? Es ist ein anderes Haus. Wir müssen. Ah, ich wollte eigentlich nicht mehr so weit. Ich wollte nicht mehr so weit. Klingt schon ein bisschen schauderhaft, wenn man das so hört, ne? Also bei dem Regen, Dunkelheit und so. Hat ein bisschen was. Okay, müssen wir trotzdem mal eben hier rüber. Holt einmal hier hoch. Sophia, ich bin fast an der Kathedrale. Weißt du irgendwas, das mir hilft, den Atlas zu finden? Nur die Geschichten unserer Ältesten. Wir betreten sie nicht mehr. Es heißt, es gab Archive tief unten, die man durch Tunnel aus der Haupthalle erreicht. Aber mehr weiß ich nicht. Dann sind die mein Ziel. Sei vorsichtig. Trinity ist schon drin. Es kommen noch mehr von ihnen. Okay, jetzt können wir das Lager verwenden. Ja, und wir setzen mal in den Fähigkeitspunkt. Dann speichern wir damit. Ich überlege gerade, wo könnten wir. Wo wollte ich hin? Würde ich das hier machen? Abrissexperte. Nee. Aber dass das hier erhöht die Größe und dort. Nee, das war's auch nicht. Gleiche Fallen herstellen war das auch nicht. Aber was wollte ich denn machen? Das hier wollte ich doch. Gewehrexperte? Verdienen Sie Bonus-EP, wenn Sie Kopftreffer, lautlose Kills oder Tod von oben Kills erfolgreich verketten. Ja, verketten ist nicht so meine Stärke. Aber machen wir das hier mal, ne? Machen wir das hier mal. Und schauen mal. Gut. Das Ganze soll ja eigentlich gespeichert werden. Ich mache trotzdem mal ganz kurz mal eben Anziehsachen wechseln. Wir haben ja derzeit. Ist das Schattenläufer? Ja, Schattenläufer haben wir an. Ich wechsle mal eben ganz kurz da drauf. Und wieder auf Schattenläufer. Und damit verabschiede ich mich auch schon von dieser Folge. Wenn ihr wisst, wie man an das eine Versteck rankommt, sagt mir bitte Bescheid. Das wäre echt super. Weil wenn nicht, eventuell mache ich ja mal einen Stream oder sowas mit dem Spiel, wenn wir das durchhaben. Und dann würde ich sagen, schaue ich mal, ob ich den Bug nochmal hinbekomme. Aber bis dahin, Leute, macht es gut. Ich wünsche euch was.
Macht es gut, Leute, und tschüss.